Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir. Diesmal auf dem Conquest auf der Map Golmutbahn und ich werde aus gegebenen Anlass euch mal, weil wir ja die Pionierwoche in der Pionierwoche sind, werde ich euch eben aus gegebenen Anlass mal zeigen, was die CTE eigentlich macht und was sie nicht macht. Und zwar habe ich eben gehört oder in Erfahrung gebracht oder beziehungsweise durch andere YouTube-Kommentatoren ist mir da zu Ohren gekommen, dass dieser Attack-Helikopter ja gepatcht werden soll. Das heißt, er soll noch stärker werden, beziehungsweise nicht jetzt was die Munition angeht, sondern was die Panzerung angeht. Und da komme ich jetzt eben zum Thema, was ich absolut schlecht finde, denn ich finde, ein Jet oder ein Heli als Pionier runterzuholen, für das ja eigentlich der Pionier auch gedacht ist, ist sehr schwer und ich werde euch jetzt in diesem Video auch zeigen, was ich damit meine. Jeder Panzerfahrer oder jeder Panzer ist da in jeder Hinsicht unterlegen, weil da gibt es, wer weiß wie viele Arten von Raketenwerfern, dann diese Slams eben, dann also es gibt jede Menge Anti-Landfahrzeugmittel, um die platt zu machen, aber es gibt eben was die Fluggefährte angeht, ist es einfach lächerlich und das zeige ich euch jetzt hier mal anhand von diesem Video. Ich hoffe, ich langweile euch nicht so sehr. Und versuche noch nebenbei ein paar Kills zu machen. So, ich habe jetzt hier meine Stinger ausgepackt. Ich wollte meine Stinger auspacken. Ich habe den zwar gehört, aber leider zu spät. So, also. Und zwar deshalb die Stinger, weil die Stinger... Oh, schon wieder. Ich habe ganz vergessen, dass man hier in der Luft spawnt. Also hier einen Fallschirmspawn hat. Naja, also. Ich denke mal, ich bin jetzt hier an so einem zentralen Punkt von dieser Map. Da hinten ist schon ein feindlicher Helikopter. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe eine Stinger, wie gesagt, eingepackt. Und habt ihr seht, 4 Schuss dabei. So, und jetzt kommen wir schon mal zur Reichweite. 400, 300, 380. Immer noch nicht das Ziel erfasst. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, ob wir uns dem Heli etwas nähern können, ohne dass ich wieder drauf gehe. Ich meine, meine KD wird zwar jetzt hier drunter leiden, aber das ist eigentlich scheißegal. So, 200, okay, das darf gehen. Jetzt feuere ich ab, wenn er nicht, jetzt zündet er seine Flares schon, ist schon eine Rakete weg. Dann der zweite Schuss. Und ich habe ihn zwar getroffen, aber das Ding fliegt immer noch. Der dritte Schuss. Wieder getroffen. Ist klar, nicht einmal, schau mal an, weil der Helikopterpilot ausgestiegen ist. Und ich habe jetzt schon 3 Raketen vergeudet, habe nur noch eine. Also wie in Herrgotts Namen soll ich jetzt den Heli runterholen? Versteht ihr, was ich meine? So, da hinten kommt schon der nächste. Und da ja das Problem bei Battlefield ja grundsätzlich ist, dass ja so gut wie keiner das Softlam benutzt, beziehungsweise markiert. Schau mal an, Jet. 400. 360 Meter. Er zündet jetzt gleich seine Flares. Und die 360 Meter beim Jet, schau, sind so schnell weg. Wie willst du den bitte runterholen? Versteht ihr, was ich meine? Da nochmal ein Jet. Jetzt schieße ich mein Ding, obwohl er zündet nicht seine Flares, aber mein Ziel trifft. Ja, aber das war's. Ich habe keinen Schuss mehr, weil. Oh, einen hätte ich noch. Heli. Schauen wir mal. Ja, Flares. Ja gut, da war ich jetzt selber schuld. Aber selbst mit dem einen Schuss hätte ich nichts mehr erreichen können. Ist die Sache gegessen, damit ich jetzt das Ganze nicht hier... Tun wir uns... Arschloch, was willst du? Was ist denn das für ein Trottel? Oi, der Schwede. Was war das jetzt für ein Idiot? Okay, nee, genau, ich wollte verlegen. Ja, ich verlege jetzt und spawn neu, damit ich, weil es hat ja auch keine Munition hier am Start.
Ja gut, okay, den Selbstmord mache ich jetzt nicht mehr. Ich versuche auch ein bisschen zu gamen, zu spielen, sage ich jetzt mal. So, Heli, wo ist der Heli? Da kommt der Heli. Anvisiert, ich kann schießen und das ist... und dann fliegt die Rakete gegen den Baum. Ja, das nächste Problem. Wieder anvisieren. Flares, wieder eine Rakete weg. Jetzt ist er auch noch abgesprungen. Oder draufgegangen, aber nicht wegen mir. Geil. Also wie ihr seht, ich kann das nicht nachvollziehen, dass sie diese Helikopter noch stärker machen wollen, da oben. Oh, aber den kriege ich nicht mehr. Hunde. Da oben war doch einer drin. Da drüben ist einer. Ach, shit. Schauen wir mal, mit dem Geschütz ein bisschen mehr. Da, das ist es. Ja, den habe ich zwar, aber der vom Dach hat nicht. Ja, somit habe ich wenigstens wieder neue Raketen. Also wie ihr seht, ich probiere es jetzt nochmal mit der Stinger und dann wechsle ich mal zu Ilga. Gehen wir mal hier auf F. Da ist ein Heli. Wenn er nicht abstürzt. Ja, was, wo ist er? Da hinten? Ja, und der hat dann eben so einen Rauchschwarte dabei. Feuer. Getroffen. Fahrzeug zerstört. Der war schon angehittet. Also seid mir nicht böse. Das war jetzt eher ein Glückstreffer. Ansonsten bist du auch... Was ist mit dem? Schau mal, der schwebt hier über die Map. Auch cool. Der schwebt da immer noch. Wo ist er? Hä? Hä? Der war doch gerade da, einer. Habt ihr gesehen? Wie er hier über die Map geschwebt ist. Da, Jet. Ah, zu tief. Und dann zu weit weg. Heli. Anvisieren, warten, er zündet die Flares. Jetzt hat. Das Gute ist, ja, und dann wieder eine Rakete für den Arsch. Da hinten den anderen Heli, schauen wir mal, wo wir den kriegen. Der scheint keine Flares zu haben. Doch, hat er, oder Rauch, oder keine Ahnung, was das ist. Seht ihr, ihr habt echt, das ist... Und das, man muss sich mal vorstellen, weißt du, ich würde es, Mobilitäts, das war's. Ich würde es ja verstehen, wenn jetzt hier jeder Pionier... Boah, bin ich blöd. Ich bin zu blöd zum Schießen. Ich würde verstehen, wenn hier jeder Pionier mit einer Stinger oder so rumlaufen würde. Aber das tut's nicht. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen finde ich die einfach viel zu schwach. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ihr müsst, wenn ihr mit einer Stinger ein Jet oder ein Heli... Ein Jet ist, wie gesagt, meiner Meinung nach fast unmöglich. Was ist jetzt los? Oh, 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 oh. Komm zurück! Komm sofort wieder her! Ah, da kann ich mich verstecken. Ein bisschen... Da warte, ich bin noch... Ah, an... Scheißendreck! Echt, wo? Ich hab's gewusst. Wisst ihr, ein Jet ist fast unmöglich. Und wenn ihr nicht zu zweit oder zu dritt mit einer... Mit eben so einem Luftabwehrsystem, sag ich mal, rumlauft, habt ihr keine Chance. Ja, es ist so. Oh, ich spawn schon wieder da im Flug. Ich vergesse das bei D immer. Wieso kann man bei D hat man da so einen Fallschirm spawnen? Schauen wir mal. Jet. Aber der ist bestimmt wieder zu weit weg. Ja, natürlich. Und das Geile ist ja, die sind so schnell aus der Reichweite. 380, schau mal. 370 Meter. Was ist mit dem? Den kriege ich jetzt. Einmal. So, aber nur auf Fahrzeug getroffen und dann schon steigt er aus, du kriegst keinen Kill, gar nichts. Ne, weg, der Jet ist auch wieder weg. Das ist das, was ich meine, das macht einfach keinen Spaß. Und jetzt, wie gesagt, jetzt sollen die Dinger auch noch stärker werden. Zündet er, zündet, gut. Okay, dann zweiter Versuch, 400 Meter, schon wieder zu weit weg. Das ist...
lächerlich. Ich check das nicht. Das ist kein Wunder, dass es. Ja, es ist so. Kein Wunder, dass kaum einer mit Stinger oder sonst was rumläuft. So, Mobilitätstreffer, das war's. Mehr gibt's auch nicht. Gut, ich sag ja nicht, dass der auf einen Schuss gleich down gehen soll. Aber das Problem ist. Wo ist er? Zwischendrin. Das Problem ist ja, dass die sich schneller regenerieren können und dann eben die Flares dann noch haben. Weißt du, was ich meine? Das ist. Und dann eben die Gefahr, dass du gekillt wirst. Weißt du, da hast du als Pionier, wenn du jetzt auf die Panzer zum Beispiel losgehst, oder eben auf die LEVs oder was auch immer, oder auf die Boote zum Beispiel, da hast du viel mehr Möglichkeiten als gegen Luftfahrzeuge. Ach, ich wollte die Waffe wechseln. Ja, mache ich gleich. Und eben, wie gesagt, daher leider kein. Sag schon. Kein Aufklärer in der Lage ist. 370. Schau mal an, 350 Meter erst. Dann erst anvisiert. Der ist jetzt zweimal getroffen worden, aber der kriegt keine Kills. Schau mal, weil die alle vorher rausspringen. Schau mal, Jet. Ja, den kriegst du erst gar nicht. Es ist so lächerlich, seid mir nicht böse. Hier oben war doch einer. Ne, der ist down. Es ist echt lächerlich, hey. Und ich, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, ich stelle mich nicht zu blöd an. Also, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Da kommt ein Jet auf mich geflogen. Schauen wir mal, ob er den. Aber der zündet ja dann gleich seine Flares. So. Schau, ein Rauch und dann ist vorbei. Und bis ich den wieder im Visier hab. Schau. Jetzt hat. Der trifft meine Rakete mit Sicherheit nicht, oder? Nee. Trifft's nicht. Kein Kill, gar nichts bekommen. Der zündet auch seine Flares. Gut, okay, ich habe vielleicht Glück und in dem Spiel sind anscheinend eher. Pioniere dabei, die Raketenwerfer benutzen. Aber ansonsten schauen wir zwei Treffer wieder. Ein Treffer. Und der kann nicht fliegen. Das versteht ihr, was ich meine. So, jetzt probiere ich mal die Ilga. Das ist auch noch, und das ist ja noch schlimmer. Mit der Ilga ist es ja noch schlimmer als mit der Stinger. Mit der Stinger, da kannst du wenigstens schießen. Und halt erstmal die Ilga nehmen. Die Ilga. Mit der Stinger kannst du wenigstens schießen. Und dann loslassen. Hoppala. Schau, jetzt kann ich meine Slams nehmen. Wunderbar. Der Panzer, wenn er losfährt, ist down. Okay, der fährt nicht los. Aber, ja. Versteht ihr, was ich meine? Seht ihr? Das war jetzt noch leichter, als ich dachte. Okay. Aber, wie gesagt. Luftfahrzeuge. Wo kommt denn der jetzt her? Da ist doch einer. Oh, oh. Oh, da ist einer, der Muni hat. Da kommt ein Panzer. Aber Munition kriegst du eben auch nicht hier. Du sollst nicht wegfahren, du sollst mir Muni geben, Penner. Da snipert mich einer an. Oh, oh, oh. Wo ist denn der? Schauen wir mal, die Ilga. Ja, der Jet kommt in meine Richtung. Ach komm jetzt, sag mal. Seht ihr? Du hast keine Chance, du wirst von allen Seiten gleich. Und ey, das ist echt ätzend. Beim Panzer, wie gesagt, hast du gesehen, da laufst halt um den Berg rum, tust dich bewegen oder was auch immer. Aber Heli, Jet. Schießen, jetzt muss ich den auch noch im Visier halten. Seht ihr das? So, weil wenn ich weggehe aus dem Visier, dann hält er, der macht vielleicht mehr Schaden, ja, aber du musst den im Visier halten. Pass auf, seht ihr gleich.
Geil, aber der tut seine Flames zünden. Ja, und dann eben die Reichweite ist so miserabel. Okay, Helipilot. Der zündet gleich seine Flares. Hallo, da ist er. So, jetzt schieße ich und lass los und weg ist die Rakete. Also du musst das Ziel halten und dann kannst du auch einen Kill machen. Aber ansonsten, es ist lächerlich, echt lächerlich. Da vorne kommt wieder ein Jet. Oh, da ist ein Panzer, den habe ich gar nicht gesehen. Schauen wir mal, ob wir uns dann den anschleichen können. Jetzt überfährt er mich wahrscheinlich noch. Jetzt ist er ausgestiegen. Ich Depp. Aber wenn er jetzt fährt. Siehst du? Rache ist süß. Da meine ich, das meine ich damit. So, jetzt probieren wir. Habt ihr ja gesehen, die Ilga, da müsst ihr euer Ziel halten. Was gibt's noch? Das Ding haben wir schon. Die FGM 172 Thraw. Das ist ja noch schlimmer mit dem Ding. Weil mit dem Ding, du kannst zwar schneller nachladen, aber ihr müsst. Der tut kein Ding, ihr müsst euer Ziel praktisch verfolgen. Und dann, okay, dafür könnt ihr mit dem auf alles schießen, was sich bewegt. Wenn ihr schnell genug seid. Seht ihr, der tut noch nicht einmal das Ziel markieren oder so. Das ist also eher was für Panzer oder so. Aber nicht für Luftfahrzeuge. Es sei denn, jemand tut das Ding eben markieren mit einem. Mit einem Softlarm oder mit einem. Da gibt es ja noch diese Möglichkeit. Jetzt komm schon! Na. Da gibt es ja noch die Möglichkeit mit dem. Die Aufklärer haben ja noch so ein Ding dabei. Na, sag schon, so ein. Tja, habt ihr gesehen? Da könnt ihr das. Aber ihr müsst das Ziel immer im Auge behalten, weil sonst habt ihr keine Chance. Den, wie gesagt, auch hier zum Beispiel, den kann ich erledigen. Ah, fast. Aber das ist nichts. Mei, wo schieße ich denn hin? Das ist echt. Merkt ihr das? Das ist da wieder ein Heli, aber den treffe ich mit Sicherheit nicht. Und da ja eben keiner. Jetzt hat! Der ist markiert! Toll! Habt ihr gesehen? Und ich habe keine Muni mehr. Der war markiert, doch irgendwem auch immer. Da hatten wir einen schlauen Mitspieler, der hat das anscheinend einen Aufklärer, der zufällig durch sein Fernglas geguckt hat. Aber das war's. Und dann habe ich wieder keine Muni mehr. Ja, das ist ja, ich kann die Leute in der CT. Was zum Tanker testen die in der CT? Einen guten Piloten kannst du nicht runterholen. Kannst du machen, was du willst? Da kannst du machen, was du willst. So, holen wir uns mal das nächste Geschoss. Schauen wir mal, was gibt's. Was gibt es als nächstes? Also das ist eine Zielerfassung, genauso wie die Javelin. Okay, die ist jetzt nicht für Flugobjekte, aber die ist halt für alle Fahrzeuge sozusagen. Und die sucht auch ihr Ziel. Und ich finde zum Beispiel auch, dass die, meiner Meinung nach, ist auch diese Javelin viel zu schwach. Ja, hey Leute, testet mal was Anständiges in der CTE. Die Javelin ist viel zu schwach. Ihr braucht zum Beispiel für ein Boot, also für so eine DBV oder wie die heißt, diese Boote da, braucht ihr teilweise 3 bis 4 Schuss, um dieses Boot platt zu machen. Also, na, mit einem Jet oder so, Flugdinger könnt ihr überhaupt nicht anvisieren damit. Und das Blöde ist ja eben auch, da ihr müsst das Ziel wieder aufrechterhalten. Was habe ich denn da? Stationäre Sachen, ja toll, echt super. Da ist ein Panzer. Warte, ich muss hier wieder rauf. Ja, wer schießt denn da jetzt schon wieder auf mich? Ja, natürlich, echt, wo kommt denn der her? Da ist einer angespottet.
Nee. Ja, ihr müsst euer Ziel halten. Und dann passiert gar nichts. Da hat irgendeiner es markiert. Markier nochmal. Na. Es ist so zum Kotzen. Echt. Das verstehe ich eben nicht. Wie kommt man dann in der... Ich weiß nicht, ich verstehe nicht. Da müssen wahrscheinlich lauter Noobs mit so einem Kampfheli geflogen sein. Ohne Schwan... Ach, schon wieder. Und die haben dann eben... Ja, ich muss es aufrechterhalten, weil sonst treffe ich ihn nicht. Seht ihr? Nicht einmal dieses Pups-Auto kann ich zerstören. Ja, und dann zündet er sein Ding und... Ja, Fahrzeug getroffen. Und dann bist du drauf, weil eben, du musst es ja, du musst in der Zielerfassung bleiben. Das ist lächerlich. Hey, seid mir nicht böse, aber das regt, sowas regt mich auf. Ich verstehe nicht, für was die CTE-Leute... Spawn ist schon wieder da. Was die CTE-Leute da eigentlich machen. Ja. Da, nur ein Mobilitätstreffer, das war's. Weißt du, was ich meine? Das ist doch lächerlich. Ist der noch drin? Ist doch echt lächerlich. Hm? Hat der jetzt auf mich geschossen? Keine Ahnung. Schau mal, an 38 von 100. Das heißt, ich habe für dieses Pups-Auto einen Schaden von nur 62. Ja, dann fahre ich durch so eine fucking Mine. Echt. Nur 62 Schaden mit der Javelin gemacht. Für so ein Pups-Auto. Halt, ich will woanders spawnen, ja. C, oder? Ja, spawnen wir mal bei C. Den tut wieder keiner. Vorhin war es so geil, das hätte ich euch jetzt gerne gezeigt. Da, Panzer, ich muss... Ja, dann... Shit! Schauen wir mal, ob ich jetzt mich da dem Fahrzeug nähern kann. Ohne dass ich wieder drauf gehe. Da drüben sind zwei Panzer. Einer ist wieder markiert oder wird versucht zu markieren. So, und dann muss ich wieder halten. Ich muss halten, ich muss halten, ich muss halten. Ja, getroffen und dann wirst du weggesniped. Also, lächerlich. Das sind so Waffen, die meiner Meinung nach stärker gemacht werden müssen. Und nicht irgendeine Panzerung von irgendeinem fucking Hubschrauber, nur weil derjenige welche nicht mit dem Ding umfliegen konnte. Also seid mir nicht böse. Nehmen wir die Small und die RPG Camera und jetzt kommt die MTB Law. Was zum Beispiel bei der schrecklich finde, ist, dass die so eine... Aber da kannst du auch nichts machen, schau. Dass der so eine Ding hat. Da musst du auch auf deinem Ziel bleiben. Und dann passiert gar nichts. Mit der MTB Law, die ladet so schnell nach, finde ich. Ich habe Sichtkontakt zu einem Feindfahrzeug. Ja. Das kannst du knicken. Wenn du da nicht unmittelbar in der Nähe bist, dann macht die Law so einen kleinen Schlenker nach oben. So, habt ihr gesehen? Und dann auch nur, ich habe 42 Schaden, mehr nicht. Für so einen Buggy. Ey, komm. Echt, das ist doch Verarsche, hey. Das ist echt Verarsche. Schauen wir mal. Du meinst, okay, du kannst mit dem Ding, das ist wie so ein... Das ist wie so eine... Nur, dass du halt im Ziel bleiben musst. Und das ist halt der Nachteil. Ja, da hast du keine Chance. Das ist auch bei dem MTB, das ist nur gegen Fahrzeuge richtig gut. Da musst du halt im Sucher bleiben. Oder auch nicht, aber es ist scheiße. Kommen wir nochmal zur Stinger. Wie gesagt, das ist die einzige Lock-On-Waffe, die du hast. Ah ja, da gibt es dann, nehmen wir mal die AA-Mine. Da beschweren sie sich ja auch alle. Warte mal, wo stellen wir denn die hin? Spawnen wir mal bei dem. Wo ist denn der jetzt? Wo fliegt denn der hin? Ah, okay, hier bei F, sehr gut. F, rauf aufs Dach. Ich will rauf aufs Dach.
Oh nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht, da bin ich schon gesehen worden. Obwohl, ich will mich jetzt nicht... Ich will schauen, ob ich darauf komme, ohne dass mich jetzt einer sieht. Der sieht mich jetzt bestimmt gleich. Da unten. Dann muss ich ihn wegholen. So. Jetzt die AA-Mine. Da stellen wir hier eine auf. Und gleich daneben noch eine. Und dann schauen wir mal, ob ich so lange hier überlebe. Ob jetzt mal hier irgendwas kommt. Was ich nicht glaube. Da kommen zwar jetzt Gegner, aber... Da unten ist noch einer. Den haben wir. Super. Es kommt natürlich... Kann ich den nicht aufnehmen? Nee. Wer hat den denn erschossen? Wer hat denn die erschossen? Da unten ist wieder einer. Aha. Geschossen. Und da. Nix. Er ist doch scheiße. Das ist doch lächerlich. Da hast du nix, passiert nix. Oh, ich kann auch Munition. Sind die noch da? Nee. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger östlich von dir gesichtet. Das ist Sid Meckte, das ist voll für die Katz. Und dann ist auch Munition auch von der. Seht ihr, schau mal. Das dauert ewig, habe ich jetzt einen. Ja, endlich. Ja, einmal. Was mit der zweiten? Hallo? Hallo, da ist ein... Ja, schieß. So, der macht nur einen 30er Schaden. Ja, lächerlich. Echt lächerlich. Schieß halt. Na, also ich weiß nicht. Wieder so ein Murksteil hier. Oh, Muni. Gegen Jets, wie gesagt, sowieso. Wow, mehr Glück gehabt. Als Verstand jetzt gerade. Merkel, das ist echt. Hallo. Ich kann nicht aufmunitionieren. Wer? Hä? Wo kam denn der jetzt her? Also habt ihr gesehen, selbst die AA-Mine, wenn nicht das Teil vorher schon, wie sagt man, das ist eine lange Runde, angehittet war, könnt ihr das knicken. Echt, könnt ihr knicken. Ich nehme jetzt eben, wie gesagt, nochmal die, das ist die AA und die Stinger, das sind die einzigen Lock-On-Waffen. Sonst gibt es da keine anderen. Wo ist der? Ist der über mir oder hier unten? Da, Stinger. Dann ist er hinter der Ecke und dann kriegst du ihn sowieso nicht mehr. Ja, Gott sei Dank, die Runde ist vorbei, das Drama hat ein Ende. Das wollte ich nur mal auch zum Pionier sagen, dass er diese Woche so aktuell von Battlefield angekündigt worden ist. Hier Tipps und Tricks für die CTE, dass ihr mal diese Raketenwerfer, vor allem was die Anti-Air-Raketenwerfer, sage ich jetzt mal, angeht, die solltet ihr mal in Augenschein nehmen und nicht, ob der Panzerung von einem Heli zu schwach ist oder zu stark. Lächerlich, echt lächerlich. Naja, es war mal wieder ein Hater-Video von mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Viel Spaß und haut rein.